Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Crash Bandicoot 3 Warped aus der Crash Bandicoot Insane Trilogy. Wir haben den normalen Story-Durchgang mittlerweile beendet, ja, und sind jetzt dabei, mal die Level zu komplettieren und die letzte Welt zu öffnen. Und ja, dafür muss man ja einerseits alle Kisten kriegen und gerade um die letzte Welt zu öffnen und auch den letzten farbigen Diamanten muss man auch die Time-Attacks in den Leveln schaffen. Ich hoffe nur aufs erste Level, weil man muss diese Angst bekommen. Die gibt es ja in verschiedenen Stufen. Ich weiß gar nicht so genau. Irgendwas Blaues und was Goldenes gibt es. Ich glaube auch noch was Silbernes dazwischen. Und ich begnüge, da ich die Time-Attacks eigentlich gar nicht machen wollte, begnüge ich mich auf jeden Fall erstmal mit dem blauen Angst. Und ich hoffe auch, das reicht, weil auf mehr habe ich definitiv keinen Bock. Ja, und hier geht schon wieder gut los. Wir befinden uns hier gerade im... Oh. Im vierten Level der ersten Welt und da ich so viel quatsche, verliere ich schon wieder ein Leben nach dem anderen von meinen wohlgemerkt 99 Leben mittlerweile, die ich mir zwischenzeitlich mal gemacht habe und damit sollte das dann hier auch irgendwie machbar werden. Wenn ich nicht schon ohne Leben auf der roten Diamantpassage ankomme. Gut, dann haben wir, glaube ich, schon mal hier die erste Passage geschafft, die erste Fluchtpassage, aber die zweite kommt gleich, sobald wir die rote Plattform betreten haben. Und das ist sehr unangenehm. Ich glaube, ich muss auch meine Meinung ein bisschen revidieren, dass das Spiel einfacher ist als die ersten beiden Teile. Der Story-Durchlauf ist natürlich relativ einfach und der ist mir bei den ersten beiden Teilen auch noch schwerer gefallen, ist das richtige Wort, glaube ich. Weil ich da auch einfach noch nicht so routiniert war hier in dieser ganzen Crash Bandicoot Physik etc. Aber durch die Story habe ich mich hier ganz gut geschlagen, aber ich glaube die hammerharten Herausforderungen wie diese Kackflucht hier auf der Route des roten Diamantens, die haben es dann doch teilweise wieder in sich. Aber wie gesagt, zwischenzeitlich habe ich mir 99 Leben gemacht, von daher bin ich guter Dinge, dass wir irgendwann hier gut durchkommen werden. Ich habe auch mittlerweile festgestellt, dieses Gras hier kann man auch einfach wegwirbeln. Das macht das auch noch ein bisschen einfacher, da muss man sich nicht so einen abbrechen. Uiuiuiuiuiuiui. Boah, das war glaube ich auch knapp gewesen. Aber ich kenne die Wege hier nicht mehr so hundertprozentig, ehrlich gesagt. Ach, scheiße. Ich wusste noch, dass ich da irgendwie links musste, aber dass ich nicht in diesen Nebel reinrennen darf, in den Wasserdampf, Feuerdampf, was auch immer, das wusste ich auch nicht mehr so richtig. Es ist genau die gleiche Kacke wie gestern, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ey, ich kann mir einfach nicht merken, was hier in welcher Reihenfolge kommt. Aber ich werde es irgendwann tun müssen, ansonsten wird das hier nicht von Erfolg gekrönt werden. Und ich hätte ja sehr gerne einen Akku-Akku hier, der mich mal vor dem ein oder anderen Schaden bewahrt, beziehungsweise nicht bewahrt, aber dafür halt sorgt, dass ich nicht direkt und instant ablebe. Gut. So, jetzt muss ich mich, glaube ich, links halten und ich halte mich ganz links. So, und damit haben wir, glaube ich, auch die erste Passage schon mal wieder geschafft. Und bei der zweiten bin ich gestern auch irgendwie gescheitert. Hier muss ich mich jetzt auch nochmal eingrooven. Und gucken, wie es hier so am besten weitergeht. Oh, ey, man sieht es auch echt null, ey. So eine Rotze. Entschuldigung. Ich bin noch zweimal gesprungen, verdammte Axt. Oh nein, nicht immer diese Hindernisse hier im Weg.
Oh, ich hab's geschafft. Genial. Das ging jetzt doch ein bisschen schneller als erwartet. Puh, da hätten wir die rote Runde hier schon mal geschafft. Jetzt fehlt noch der normale weiße Diamant für alle Kisten. Und das Time-Attack-Ding. Eine Sekunde. So, kurze Unterbrechung durch den Postboten. Und wir machen hier weiter mit, ja, erstmal den normalen weißen Diamanten. Und eigentlich, ja, der muss auch ohne die rote Route funktionieren, ne? Da waren zwar auch Kisten drin, oder? Waren da Kisten drin? Ne, da waren nur die Checkboxen drin, oder? Ne, da waren auch Kisten drin. Nichtsdestotrotz. Ich kann ja nicht die rote Route und die normale Route gleichzeitig machen. Von daher muss das auch irgendwie ohne die rote Route funktionieren. Würde ich zumindest mal von ausgehen. Oh, die Äpfel wollte ich gar nicht wegkicken. Das war irgendwie ein komischer Reflex. Guti, damit hätten wir den ersten Abschnitt auch geschafft und der Rest sollte dann hoffentlich ohne diesen Stress im Nacken irgendwie auch ein bisschen besser machbar sein. Jo, jetzt muss ich nur gucken, dass ich alle Kisten mitnehme. Und ich werde auch mal schauen, dass ich mir, glaube ich, nach jeder Folge oder zumindest nach jeder Aufnahmesession meine 99 Leben wieder auffülle. Damit ich nicht in den Stress gerate, irgendwo Game Over zu gehen und dann meinen Checkpoint-Fortschritt in einem Level irgendwie zu verlieren. So, sicherheitshalber schieße ich einfach mal alle grünen Kisten ab. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier einen grünen Schalter gab. Vielleicht ist es daran auch beim letzten Mal gescheitert, dass ich nicht alle Kisten eingesammelt habe. Ja, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. So, was war Ihr Trick gewesen? Achso, ich hatte übrigens auch mal nachgelesen, worum sich oder worin sich beim Bauchplatscher, der normale Bauchplatscher von diesem Special Move, den ich irgendwann gelernt habe, unterscheidet. Der unterscheidet sich eigentlich nur da drin, dass man beim normalen Bauchplatscher, glaube ich, 2 Kisten Reichweite hat und mit dem Special Move 3 Kisten Reichweite. Also nicht besonders bemerkenswert, wenn er mich fragt. Upsa. So. Ju, das sieht doch bis hierhin schon mal ganz gut aus. Ich bin auch bei 95 Leben. Was mich auch erfreut. Wie gesagt, ich dachte, in der roten Passage würde ich mehr Leben verbraten, aber das hat ja dann doch noch irgendwie alles ganz gut geklappt. So. Von mir aus auch so. Wie viel haben wir denn? 51 von 66. Das heißt, 3 Stück noch. 3 Stück muss ich hier auf dem Weg mitnehmen. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie der Weg hier aussieht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich erinnere mich noch so dunkel dran. Oh Gott, nicht hier hängen bleiben. Okay, rechts neben der Feuerstelle ist der erste. Hier ist irgendwo die zweite gewesen. Oh. Aber wenn die grünen Kisten da auszählen, bin ich auch zählen. Achso, es sind 59 von 66. Bin irgendwie von 62 ausgegangen. Also es sind nur 7 Kisten insgesamt. Die erste war rechts neben der ersten Feuerstelle, das weiß ich noch. Also eher mal ein bisschen rechts halten. So kommt man natürlich auch wesentlich besser an diese Kiste dran.
So, die Grünen, die lasse ich jetzt mal in Ruhe. So, damit hätten wir auch diesen Diamanten. Damit fehlt nur noch Time Attack in diesem Level. Oh Gott, das wird auch nochmal irgendwie spannend werden. Aber auch das wird dann hoffentlich irgendwie machbar sein. Wenn man wenigstens mal vorher sehen würde, wo so die Time-Attack-Zeit liegt. Boah, das zeigen sie einem irgendwie nicht, weil sie da defaultmäßig 10, 20 und 30 Minuten anzeigen. So, aber ich habe ja auch die Rennschuhe. Das heißt, wenn ich R2 gedrückt halte, renne ich auch schneller. Ach, das hilft natürlich auf der Flucht hier, würde das natürlich auch helfen, solange man nicht dann völlig überrascht wird von den ganzen Hindernissen, die da kommen. So, Zeit steht still. Ach so, Checkpoint-Kiste gibt es natürlich nicht. Boah, das Ganze auch noch ohne Checkpoints. Das ist dann auch nochmal besonders nett, gerade bei diesen Feuerstellen. Ups, da gar nicht dran gedacht, dass hier auch noch Explosionskisten rumstehen. Boah, ich hoffe, die Geschwindigkeitsroute geht nicht über die rote Route. Das wäre auch nochmal richtig übel, wenn das die schnellste Route wäre. Shit, vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht wären da gelbe Kisten bei gewesen. Oh Gott. Oh nein, ey. Boah, bis jetzt läuft's. Wirklich ganz gut. Boah. Ach, Gold sogar. Das lief ja dann doch deutlich besser als erwartet. Namen eingeben muss ich wie immer nicht. Dann war das der vierte Level, ne, in der ersten Welt. Ein Level noch, dann haben wir die erste Welt vollständig. Ja, man sieht auch schon 1,30, 10 Minuten wird man in keinem Level brauchen. Von daher sind das wirklich nur Platzhalter, diese komischen Zeiten, die da stehen. So, was haben wir hier noch übrig? Nur Time Attack Making Waves. Aber wenn ich hier so eine Zeitherausforderung geschafft habe, dann müsste tatsächlich die Secret Welt eigentlich schon aufgehen. Oh Gott, ey. Na gut, ich muss ja auf nichts weiter achten, außer nicht drauf zu gehen. Gab's hier noch irgendwie eine Sonderbeschleunigung? Ich weiß es gar nicht. Na gut, ich könnte natürlich... Sag mal, ich habe überhaupt kein Zeitdings am Anfang mitgenommen, kann das sein? Aber eigentlich sollte es den doch geben. Habe ich ihn übersehen? Habe ich geträumt? Es ist nicht auszuschließen. Oder kommt der eventuell später im Level? Ist das nur eine bestimmte Passage? Ich habe keine Ahnung. Ach, da ist sie ja direkt vor meiner Nase. So, ich habe keine Ahnung. Die Sprungschanzen beschleunigen die einen. Es hängen auf jeden Fall Zeitersparniskisten drüber. Das heißt, ich glaube, sie beschleunigen einen auch ein bisschen. Ich sollte auf jeden Fall gucken, dass ich sie, glaube ich, mitnehme. Jo, ich glaube, ich habe beide bekommen. Sehr schön. Oh Gott. Naja, eines mal auszulassen. Wird ja wohl kein Beinbruch sein, hoffe ich. Boah. Ja klar, und die Bombe schwimmt natürlich genau vor der Absprungrampe rum. So, den Umweg, den spare ich mir mal.
Ja. Also gefühlt ist es nicht so schlecht, was ich hier tue. Ich habe nur keine Ahnung, wo die erwartete Zeit jetzt gleich wirklich liegt. Boah, das war knapp gewesen. Na, die hätte ich gerne bekommen, aber irgendwie hat es dafür nicht gereicht. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank hatte ich den Akku. 1,12. Aber es hat nicht für irgendwas gereicht. Willst du mich verarschen? Kann ich hier noch mehr beschleunigen? Ohne dass ich es weiß. Ich glaube, ich muss das nochmal ausprobieren. Aber bisher fühlt es sich nicht so an. Naja, zugegebenermaßen, ich habe ein, zwei Stellen verpasst, wo einiges an gelben Kisten rumhing, die ich nicht bekommen habe. Gerade über so einer Sprungschanze hier. So. Also unter 1,12 muss ich auf jeden Fall kommen, um einen Fortschritt zu erzielen. Das war nicht so gut. Das auch nicht. Naja, ich krieg direkt 9. Oh Gott, ey. Aber ich glaube, das wird schon wieder nichts. Ne, gerade wenn ich dann sowas nicht kriege. Na, oh, dafür habe ich hier jetzt mal einiges bekommen. 1,5. Wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Oder den Akku, den müsste ich dann mal ein bisschen länger behalten, den ersten. Beziehungsweise genau dafür die Endpassage, weil die doch ein bisschen frickelig ist, sage ich mal. Dadurch alle Hindernisse sich durchzumanövrieren, ist irgendwie schon ein bisschen tricky. Wenn ich hier einmal ganz gut durchkomme und das auch alles nicht reicht, dann muss ich mich doch nochmal über die Steuerung erkundigen. Oh nein, und das Ding krieg ich nicht, ey. Kann nicht wahr sein. So. So, das war doch ganz gut. Naja, einer immerhin. So, zweiter Akku. Nein, und einen schon wieder verloren, ey, weil die Bombe es sich kurzfristig anders überlegt hat, wo sie denn her möchte. Oh Gott, jetzt ist der zweite auch noch weg. Und hier läuft gerade alles schief. Kann ich, glaube ich, vergessen, diesen Durchgang. Also denn hier läuft jetzt alles so glatt. Naja, immerhin die nochmal alle bekommen. Naja, und hier bin ich jetzt durchgekommen. Ja gut, es könnte unter 10 Sekunden 1,10 bleiben. Immerhin, es hat für den Blauen gereicht. Damit werde ich mich zufrieden geben. Anschnallen, Junge. Oder wie auch immer das Achievement heißt, beziehungsweise die Trophy. So, jetzt schauen wir mal, was da in der Mitte abgeht. Damit hätten wir die erste Welt auch fertig, ne? Beim Boss gibt es da, glaube ich, gar nichts zu holen. Weder Diamanten noch irgendwelche Time Attack Angs. Arcs, was auch immer. Mal eben hier drauf treten. Nö. Hier gibt's nichts. Hätte ich hier die ganze Zeit schon drauf treten können? Hat sich hier überhaupt irgendwas getan? Ich hab's nur nicht gecheckt. Skycrazed. Ach, da steht es jetzt. Aber hier komme ich nicht rein, weil er 10 Engs erfordert. Okay, ich hätte wahrscheinlich die ganze Zeit schon hier runter gekonnt, ohne dass ich es gerafft habe. Ich komme nur nicht in die Level hier rein. Beziehungsweise in den ersten komme ich jetzt halt rein. Dann schauen wir uns den mal an. Hier wäre jetzt auch meine Erwartungshaltung, dass es nicht die allereinfachsten Level sind hier unten.
Halte während eines Sprungs vorwärts gedrückt, stand da. Warum? Weiß ich gar nicht so genau. Naja. Aber auch hier unten zählt wieder. Ein Durchgang, um alle Kisten zu bekommen. Und einen dann für den Rest. Und man sieht hier schon wieder, ich tue mich etwas schwer, hier alle Kisten zu bekommen. Weil die Steuerung doch etwas bescheiden ist. So. Boah. Oh, das wäre... Ich wollte gerade sagen, das hier wäre fast alles schief gegangen. Und es ist letztendlich auch schief gegangen. So, ich werde jetzt mal direkt probieren, mir diese Kisten da zu holen und nicht unbedingt die Äpfel. So, Kistencheck. So, Kistecheck. Bewegen die sich hier? Ne, ne? Manchmal bewegen sich die Bomben, manchmal nicht. Das ist auch großartig. Alles mit der nötigen Gelassenheit, dann läuft das auch. Hier konnte ich mich für gar keine der Kisten entscheiden. Welche Sprungschanze ist denn hier für welche Kiste gedacht? Oder ich glaube, die hier ist für beide gedacht. Ja. Checkpoint. Checkpoint ist schon mal gut. Welche Kisten gibt es denn hier? 14 und ich habe 14 von 100. Ja, nice. Dann wird der Level ja sehr kurz sein. Na. Och, komm schon, Junge. Machen wir es von hier ganz hinten. Ach so. Das ist so gebaut, dass man direkt auf dieser Bombe landet. Auch nett, dankeschön. Boah, das war auch schon wieder knapp gewesen. Weil jetzt bin ich schon wieder an der Stelle, oder? Okay, man kann auch langsam in Bomben fahren. Das ist auch kein Thema. Vielleicht muss ich da wirklich Vollgas geben an der Stelle und dann springe ich über alle Bomben drüber. Das könnte auch noch so eine Lösungsmöglichkeit sein. Na, dafür muss ich ja nochmal richtig Anlauf nehmen. Ja, oder ich fahre einfach dran vorbei. Ui, ui, ui. Ui, 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 schnell weg hier. So, stehe ich hier einigermaßen richtig? Boah, ey. Kannst du hier bitte noch ein paar mehr Bomben im Wasser geben? Und dahinter habe ich schon eine grüne Kiste direkt neben der richtigen Kiste fliegen sehen. Ich weiß nicht, ob das alle so machen. Ach scheiße, ich kann hier ja noch nicht mal schießen. So, ein Blick kurz zurück. Habe ich alles erwischt, was ich erwischen wollte? Ja, sieht ganz gut aus. Meine Bazooka kann ich hier nicht rausholen. Von daher würde ich mal davon ausgehen, hier müsste es irgendwo noch eine grüne Auslösekiste geben. Naja, Checkpoint immerhin. Bei 33. Ey, ich habe gerade mal ein Drittel der Kisten. Das kann echt nicht wahr sein. Mit der einen grüne vielleicht. Mit der einen grünen ein bisschen mehr als ein Drittel. Hoppla. Ich wusste, dass das passieren würde. Naja, solange es alles kurz nach dem Checkpoint passiert, soll mir das recht sein.
kommt, Bomben, macht euch mal vom Acker. Ich glaube, ich muss mir echt mal auf YouTube angucken, ob hier wirklich jemand im Vollgasmodus alle Kisten schafft. Jui, eine fehlt noch, aber da kamen mir die Bomben ein bisschen nahe. So, hier schon wieder so eine... Boah, erstmal weg. Erstmal weg, die eine Kiste in Sicherheit gebracht. So. So, auch die haben wir direkt in einem Rutsch geschafft. Sehr gut. Ich habe noch gedacht, ob der Winkel passt. Aber offensichtlich hat er nicht gepasst. Boah, wie lange das wirklich dauert, bis sie stillsteht, ist unglaublich. So. So. Boah, was ist denn da los? Nee. Ganz ehrlich, so ein Level kann nicht für Vollgas gedacht sein. Oh, habt ihr das gesehen? Ich hab echt, ohne Witz, ich hab den Beschleuniger-Trigger nur einmal ganz kurz angetippt und sie fährt direkt 10 Meter nach vorne. Weil sie auch einfach nicht zum Bremsen kommt. Dankeschön. So, einmal warten, bis die Bomben hier wieder auseinandergehen. So. Das läuft ja eigentlich immer ganz gut. So, ich glaube, ich muss mal gucken, es könnte sein, dass es hier besser ist, zumindest für die hintere Kiste. Für die vordere muss ich vielleicht nochmal vorne rein. Genau, die einmal so zu holen. Und dann so hier raus. Also da oben. Hängen auch schon wieder grüne Sachen in der Luft rum. Das lief doch bombastisch. Ich habe gerade eine Checkpoint-Kiste gesehen. Ich fände es grandios, wenn ich vorher nicht an dieser hier sterben würde. Boah, ach so, die drehen sich hier im Kreis. Jetzt wäre ich sogar... Boah, war das knapp. Jetzt wäre ich fast noch an dieser Kiste da gestorben. Ohne Witz, und das hier nachher auch noch im Time-Attack-Modus. Da bin ich aber gespannt, welche Zeit sie da verlangen. So, Kiste Nummer 1. Kiste Nummer 2, die war mir schon mal die unsympathischste, glaube ich, hier auf der ganzen Strecke. Ja, noch eine. Die bewegen sich leicht. Die Bomben, meine ich, nicht die Kisten.
Naja, zumindest die hier hinten. So, hier hatten wir auch schon mal wieder einige mitgenommen. Aber nicht alle, die ich brauche. So, das hier muss ich mir mal angucken. Hier löse ich auf jeden Fall die grünen Kisten aus. Ist das deren Ernst? Ist hier mal irgendwo eine Checkpoint-Kiste, die ich vorher mal auslösen kann? Leute, keine Checkpoint-Kiste hierbei. Und hier ist das Ziel, okay. Streckenmäßig ist das nicht mehr so viel. Ich habe nur ein bisschen Angst. Davor, wie das hier funktionieren soll. Ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht so genau. Das macht schon so ein bisschen den Eindruck, als wenn die Kisten so leicht schräg daneben hängen. Ja, ich glaube, so könnte es gehen. Nur ein bisschen weiter nach links. Ey, ich traue mich das auch nicht. Da sind viel zu viele, viel zu viele Bomben unten im Wasser. Okay, die grünen hätten wir, aber ich glaube, hier hängt immer noch eine Holzkiste rum. Boah, irgendwie haben wir es geschafft. Ach Leute, ey, ernsthaft. So. Und jetzt, das könnte tatsächlich so eine Passage sein, wo man in einem durch drüber fitschen muss. Oh ne, noch nicht mal. Hier hängen gar keine Kisten oben drüber. Warum sollte ich hier überhaupt über die Rampen fitschen? Das könnte für irgendein Zeitgeraffel ganz interessant sein. Nein, 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 nein. Jetzt kann ich die grüne Kiste da auch nochmal machen. Wie weit zurück bin ich eigentlich hier? Ganz schön weit zurück, so wie es aussieht. So, da hätten wir schon mal so einiges. Aber nicht alles. Nummer 1. Nummer 2. 3, 4, irgendwas. Die Stelle hier ist trotzdem nach wie vor scheiße. Boah, immer noch eine, ey. Ich glaube, es ist tatsächlich so gedacht, dass man da so eine leichte Kurve in der Luft springt, aber es ist nicht so einfach. Okay. Okay.
Okay. Achso, hier war diese Geschichte, wo ich gar nicht großartig springen muss. Und es ist auch kurz vorm Ende. 3 Kisten fehlen noch. Das könnte sogar sich ausgehen. Ja. So, jetzt bin ich hier schon mal relativ mittig dran. Ne, lieber mal von der Seite hier kommen. Ich will hier null Risiko eingehen, wenn es irgendwie geht. Okay. Da hätten wir schon mal den weißen Diamanten für Vollständigkeit. Das ist gut. Jetzt müsste sie nur noch hier reingehen. Und zwar am besten ohne, dass ich sterbe. Dann müssen wir hier beim nächsten Mal. Wir haben 5x25 Level und ich glaube, hier für das rechte Teil brauche ich tatsächlich 30 Time Attack Arcs oder Angs. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißen. Das heißt, ich muss auch in diesem Level das Time Attack Moped schaffen. Schauen wir mal kurz. Wohl 25. Vielleicht kann ich es mir hier unten tatsächlich sparen. Das wäre grandios. Geil, wie er da durch die Kulissen fliegt. Aber es könnte sein, dass es noch irgendwie so ein Special Secret Level gibt, für die man die dann auch braucht. Ich meine, hätte ich nicht irgendwas gesehen von hier hinten? Hier geht es tatsächlich auch nochmal rauf. Weil ich glaube, ich habe noch nie auf diesen Dingern drauf gestanden. Genau, hier ist noch eine 31. Hätte ich da auch von Anfang an drauf gehen können? Kann ich sogar jetzt schon rein. Nö, dann mache ich die Time-Attacks da unten erstmal nicht. Nichtsdestotrotz, die Folge ist eh schon länger geworden als gedacht. Wir machen beim nächsten Mal, glaube ich, in der zweiten Welt hier weiter, bei 1001 Nacht. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.